Bis an die Pyramiden reichen schon die Außenbezirke von Kairo. Al-Kahir, die Siegreiche, nannten die arabischen Eroberer ihre Hauptstadt am Nil. Kairo ist mit 12 Millionen Einwohnern die größte Stadt Afrikas. Gegen Ende des Jahrhunderts werden es 20 Millionen sein. Der Strom landflüchtiger Bauern, die Jahr für Jahr in den Straßenschluchten Kairos stranden, reißt nicht ab. Angesichts des Andrangs ist aus der Metropole ein Moloch geworden. In der Altstadt von Kairo. Christliche Kreuze neben den Minaretten der Moscheen. Aber hinter der prächtigen Kulisse alter Kulturen sieht man Rauchschwaden und Staubwolken. In der Bannmeile von Kairo stößt man auf Baracken. Esbet el-Nakel ist eine von 6 Siedlungen der Zabalin. Zabalin heißen die Lumpensammler. In Esbet el-Nakel leben 4000 Menschen im Müll. Früher wuchs hier ein Palmenhain. Die ländliche Idylle ist längst unter einer Steinlawine begraben. Die gefräßige Stadt hat nur diese Moräne des Elends ausgespart. Aus den Bretterbuden ragt ein mächtiger Betonklotz, wie ein Felsen in der Brandung. Die Kirche von Esbet el-Nakel. Im Innern sitzen die Lumpensammler im Sonntagsstaat. Die meisten der 30.000 bis 40.000 Müllmenschen von Kairo sind christliche Kopten. Unter den Kopten ist auch eine katholische Ordensfrau, Emmanuelle Saint-Quin. Vor fast 20 Jahren ist die französische Nonne mit einem Eselskarren, auf den sie ein paar Habseligkeiten geladen hatte, auf der Müllhalde aufgetaucht. Die Kinder hatten in die Hände geklatscht und El Arusa gerufen, als käme nicht eine alte Ordensfrau, sondern eine geschmückte Braut mit ihrer Mitgift ins Haus des Bräutigams. Vierzig Jahre lang hatte Emmanuelle Saint-Quin ihrem Orden treu gedient. Sie hatte an der Pariser Sorbonne Philosophie und Literatur studiert und den Internaten von Istanbul über Tunis bis nach Alexandria höhere Töchter unterrichtet. Mit 62 Jahren, sagt sie, sei sie endlich über die Mauer gesprungen. Wie kamen Sie nach Esbet el-Nakel? Je suis arrivée à Esbet el-Nakel il y a plus de 17 ans. Das war vor 17 Jahren. Damals zählte ich gut 62 Jahre und sollte in Frankreich meinen Lebensabend verbringen. Da hörte ich von Lumpensammlern, die in Zuständen lebten, die weit unter dem liegen, was menschlich zumutbar ist. Ich habe sie mir angeschaut. Und als ich sah, wie sie lebten, habe ich verstanden, dass Gott von mir verlangte, hier hinzukommen und ihr Leben Tag und Nacht zu teilen. Wie sind Sie von den Lumpensammlern aufgenommen worden? Quand ils m'ont vu, ils ont été étonnés.
Als sie mich sahen, waren sie überrascht. Es war das erste Mal, dass jemand aus der sogenannten besseren Gesellschaft, wobei ich nicht weiß, worin und wodurch sie besser sein soll, ihr Leben teilen wollte. Mittags zockeln die ersten Karren aus der Kairoer Innenstadt zurück. Vor Sonnenaufgang haben 5000 Fuhrwerke die Lage am Stadtrand verlassen, um die Nilbrücken vor den Stoßzeiten zu passieren. Auf dem Bock sitzen ein müder Mann und ein schläfriges Kind. Die Eselchen bringen die Fracht, die die Müllmänner einsammeln, sicher durch die verstopften Straßen. ...16.000 Tonnen Müll schaffen sie Tag für Tag aus der Stadt. Ohne seine Müllmenschen wäre Kairo längst im Müll erstickt. Wenn die Fracht über den Karrenrand zu kippen droht, kehren sie heim. Der französische Publizist Paul Dreyfus hat seine Eindrücke wie folgt beschrieben. Die schaukelnden Gespanne muten an, als rollten sie aus den Tiefen der ägyptischen Geschichte herauf. Manche erinnern an die Streitwagen des Pharao, mit Beute beladen. Andere an die Reiter der Apokalypse. Die Müllkippen von Kairo sind wie der Rachen eines Tieres, das gierig Fuhre auf Fuhre verschlingt. Der gesammelte Unrat wird auf den Boden geschüttet. In den Rockschößen sortieren die Frauen den Müll des Tages. Säuberlich trennen sie Glas von Papier, sammeln Lumpen und sondern Metall von Kunststoff und Kadavern ab. Der genießbare Rest ist für die Schweine. Der Müll ist das Lebenselement und die elende Heimat dieser Menschen. Die meisten von ihnen sind verarmte Felachen, die aus Oberägypten den Nil heruntergewandert sind, um auf einem der Müllhaufen von Kairo zu landen. Als Emmanuel Saint-Quin in Esbet el-Nakel auftauchte, dachten die Müllmenschen an die Laune einer alten Frau. Es war der Anfang einer Legende. Mit 80 Jahren hält sie noch alle Fäden in Händen. Als Lehrerin hätte sie laut gelacht, wenn ihr jemand prophezeit hätte, dass sie einmal unter die Lumpensammler gehen würde. Dafür sorgte ein Zufall. Bei einem Schulausflug nach Kairo sieht sie Kinder, die ihren Hunger an Abfalleimern stillen. Betroffen sammelt sie unter ihren Zöglingen etwas Geld, um es den Straßenkindern zuzustecken. Sie weiß, dass etliche ihrer Schülerinnen die Taschen voller Banknoten haben. Sie kommt auf magere 50 Cent, umgerechnet eine knappe Mark. An diesem Abend kocht das Blut in ihr hoch und sie beschließt, wie sie es formuliert, die Fronten zu wechseln. Von ihrer Oberin erreicht sie die Versetzung an die Armenschule des Ordens. Sie nimmt Quartier in einer feuchten Garage. Sie lebt fortan von 10 Mark monatlich, weil sie weiß, dass etliche ihrer Schüler mit leerem Magen die Schulbank drücken. Sie stellt ihren Speisezettel auf Fladenbrot und Bohnen um. Die Kost der Armen. Schließlich tut sie den letzten Schritt. Sie packt ihr Bündel und verzieht nach Esbet el-Nakel. Mitten im Müll macht sie einen Kindergarten auf. Es braucht viel Überredungskunst, das erste Dutzend Kinder zusammenzutrommeln. Tagelang läuft sie mit einem Megafon durch die Gassen. Doch die Müllmänner bleiben reserviert. Sie brauchen die Knirpse auf dem Kutschbock, um das Fuhrwerk zu bewachen, während sie selber durch die Treppenhäuser steigen. Sie stammt mit leeren Händen da. Keine Schüler, keine Schule, keine Lehrer.
denn zu den Müllmenschen wollte auch nicht der ärmste ägyptische Schulmeister. Für einen Lehrer ist es heute keine Schande mehr, kleine Zappalin zu unterrichten. Die Klassen sind voll von Kindern bevölkert. Im Schein einer Petroleumlampe paukt Schwester Emanuel abends arabische Schriftzeichen. Sie wird nicht müde, den Müllmenschen einzuschärfen, dass nur die Schule eine Chance bietet, aus dem Müll zu entkommen. In den Büchern können die Zabalin über den Bretterzaum blicken und erfahren, wie die Welt da draußen ist. Flinke Finger sind die beste Mitgift kleiner Mädchen. Die Kinder sterben wie die Fliegen, aber die Müllmenschen sterben nie aus. Einen Monat nach der Niederkunft sind viele Frauen wieder schwanger. Sie gebären auf nacktem Boden. Gewöhnlich reicht eine Glasscherbe, um die Nabelschnur zu trennen. Vier von 10 Kindern sterben im ersten Lebensjahr. Sie sterben an Typhus und Tuberkulose, an Schnupfen, an einem rostigen Nagel oder an einer Tasse Tee, weil die Mutter das Kochwasser aus dem nächsten Graben schöpft. Schwester Emanuel wollte die Kinder retten. Darum zog sie in diesen Ziegenstall, den ihr Nachbar Abu Labib verpachtete, obwohl sie ahnte, wie schwierig ihre Arbeit politisch sein könnte. Wenn Sie der Gouverneur von Kairo wären, was würden Sie mit Esbet El-Nakel anstellen? Ich würde genau das tun, was er tut. Der Gouverneur ist ein außerordentlicher Mann und ich arbeite mit ihm zusammen, weil er unbedingt will, dass die Lumpensammler ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Aber warum übernimmt die Stadt nicht selbst die Müllabfuhr? Als die Engländer abzogen, hinterließen sie sehr schwierige Bedingungen. Sie hatten nicht daran gedacht, dass die Stadt ins Uferlose wachsen würde. Dagegen ist auch der Gouverneur von Kairo machtlos. Als Emmanuel Saint-Quin auf der Müllkippe auftauchte, dachte Labib, sie würde sich ein wenig umschauen und dann wieder verschwinden. Geblieben ist hier noch niemand. Doch die fremde Frau blieb. Sie wurde selber zur Lumpensammlerin. Lumpensammler, das ist kein Beruf, den man wählt, das ist eine festgefügte Kaste. Da taucht man unter. Da schlittert man hinein, wird man hineingeboren. Daraus gibt es kein Entfliehen. Es sei denn, die Stadtväter machten ihre Drohung wahr und nehmen die Müllabfuhr in eigene Regie. Recycling heißt das Gewerbe der Zabalin. Was die Industriestaaten mit all ihrem technischen und finanziellen Aufwand nicht schaffen, wird hier scheinbar problemlos mit den Händen bewältigt. Abfallbeseitigung. Die Müllberge von Kairo und Alexandria sichern tausenden Familien ein karges Einkommen. Aber der Preis dafür ist hoch. Nicht nur wegen der sanitären und hygienischen Zustände. Der Umgang mit Unrat und Abfall stempelt diese Menschen zu Parias ab. Die Kinder wachsen zwischen Kot und Kehricht auf. Ihr Horizont endet an der ersten Häuserfront. Für die Mädchen und Frauen, die im Orient das Haus zu hüten haben, wird der Hügel zum Gefängnis.
Die Männer entweichen wenigstens für Stunden. Sie streifen sich eine saubere Galabeja über und verschwinden in irgendeiner Spelunke, spielen um Geld und trinken billigen Fusel. Gegen die Langeweile in den Lagern hat die große Schwester ihre eigenen Rezepte. Bei den nächtlichen Streifzügen durch die Bretterbuden wurde sie Zeuge vieler familiärer Dramen. Um die Menschen von ihrem Los abzulenken und ihnen etwas Selbstachtung zurückzugeben, versucht sie vor allem die Jugend in ihrer Freizeit sinnvoll zu beschäftigen. Mitten in der Müllkippe von Meadi legt sie einen Fußballplatz an. Mit 80 Jahren ist die Ordensfrau Coach und Kassierer des Vereins. Wo schöpft diese Frau ihre Kraft? Statt eine Antwort zu geben, schlägt sie eine arabische Bibel auf. Sie liest aus dem Lukas-Evangelium die Stelle, wo der Engel Gabriel die Jungfrau Maria besucht. Warum haben Sie diese Stelle gewählt? Parce que pour moi la Vierge et son nom est Marie. Für mich ist die Jungfrau und ihr Name war Maria mein Leben, meine Hoffnung, meine Stärke und mein Ideal. Ich liebe den Rat sehr, den man der Mutter Gottes von Guadeloupe zuschreibt. Schau mich an und flieg. Regarde-la et prends ton vol. Welchen Platz nimmt das Gebet in Ihrem Leben ein? Ah, das Gebet. Das Gebet ist die Quelle, an der ich schöpfe. Seit meinem 12. Lebensjahr ist kaum ein Tag vergangen, an dem ich es versäumt hätte, zu kommunizieren und die Eucharistie zu feiern. Von hier brauche ich manchmal 2 Stunden bis zur Messe. Laufen, warten, in den Zug springen, zurücklaufen. Das macht nichts. Das ist mein morgendlicher Kraftstoff. Und abends, wenn alles ruhig ist, versuche ich während einer Stunde mich zu konzentrieren. Ich denke dann an die Jungfrau Maria, an die Heiligen, an meine Brüder und Schwestern, an ihre Sorgen und Nöte, an jene, die leiden, an jene, die weinen, die dabei sind zu sterben. Ich nehme sie alle in mein Gebet. Und so rede ich dann mit Christus und Maria zu Gott. In der Mittagshitze gesellt sie sich manchmal zu den alten Frauen, die im Centre Salam ihren Tee trinken. Das Centre Salam ist eine eindrucksvolle Sozialstation mit Schule, Kindergarten, Armenklinik, Werkstätten und Nähstuben. Emmanuelle, die hier alle Ableti, große Schwester, rufen, hat Jahre gebraucht, um das Geld dafür in aller Welt zusammenzubetteln. Nun sitzt sie im Kreis ihrer Schwestern und unterscheidet sich nur durch ihren grauen Nylonkittel von den gestandenen Matronen, die koptische Choräle singen. Äußerlich hat sich das Leben der Lumpensammler wenig geändert. Immer noch wühlen sie mit bloßen Händen im Abfall und besudeln sich und ihre Namen. Nach den Heiligen Schriften von Moses bis Mohammed sind sie damit unrein. Selbst unrein halten sie unreine Tiere. Die schwarzen Schweine sind die Sanitäter auf den Kippen von Kairo. Sie sorgen dafür, dass die Ratten das Feld nicht restlos besetzen.
Die Schweinehalter verschanzen sich hinter Wellblechwellen. Eine Stadt aus Müll und Morast, wo niemand einen fliegenden Händler nach seinen Papieren fragt und beim Schlachter an der Ecke die Kundschaft nicht wählerisch ist. Das Leben spielt wie eh und je in winzigen Höfen. Hinter den primitiven Palisaden ist die Welt fast wohnlich. Auf einem Gasherd brutzelt Fett für Fritten und Fleisch. Aus einer Pumpe sprudelt frisches Wasser. Wohnungswechsel findet nicht statt. Ausgenommen, die Nachbarn greifen zu Gabeln und Gewehren, um die Lumpensammler zu vertreiben. Dafür sind Vorwände rasch zur Hand. Sei es, dass im Umfeld eines Lagers ein Fahrrad geklaut oder eine Frau belästigt wurde oder ein paar Schweine sich verlaufen. Zumindest den Kindern hat Schwester Emanuel Tapetenwechsel verordnet. Man könne die kleinen Menschlein nicht ihr Lebtag in einer Mülltonne lassen. Wie ein Strudel im See, sagt Schwester Emanuel, habe das Elend sie angesogen. Jahrelang hatte sie die Müllmenschen von Kairo in einem klapperigen Bus in den städtischen Zoo und an den Nil gekarrt, bis ihr der Gedanke kam, am großen Bittersee, 120 Kilometer östlich von Kairo, ein kleines Haus zu kaufen, damit die Kinder etwas Sommerfrische schnuppern können. Die Lumpensammlerin ist längst ein Mythos. Etliche Bücher haben ihren Lebensweg beschrieben. Sie ist sogar zur Comicheldin aufgestiegen. Amüsiert kommentiert sie ihre gezeichneten Abenteuer. Auf die Frage, wie sie ihren späten Ruhm verkraftet, reagiert sie gereizt. Mein Ruhm? Das ist mein Ruhm, mein Freund, diese Kinder. Schwester Sarah und ich, wir sind für Hunderte von Kindern da. Das ist mein Ruhm, mein Lieber, hier am Ufer des Sees zu sein. Was haben wir beide nicht gekämpft für dieses Haus? Was haben wir nicht alles gemacht, um das Nachbargrundstück zu ergattern? Das ist mein Ruhm. Schwester Sarah ist die heitere Seite der Emmanuel Saint-Quin. Sie soll einmal ihr Werk weiterführen. Sie war die erste Ägypterin, die dem Beispiel der Französin folgte. Heute arbeiten 20 koptische Schwestern auf den Müllkippen von Kairo. Schwester Emmanuel hat ihr Haus bestellt. Die Wachablösung ist abgesichert. Wie viele Kinder haben wir im letzten Monat aufgenommen? Fast 2200. Die Schule von Mokattam, der Kindergarten von Torah, behinderte Kinder, Waisenkinder, einige Pfarrgruppen. Schwester Sarah, ist es nicht schwierig, mit Schwester Emmanuel zusammenzuleben? Oh nein, ganz im Gegenteil. Es gibt doch Tage. Nein, sie macht mir Mut. Von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr mehr. Sie macht mir Feuer. Das Feuer des Heiligen Geistes, nicht das Küchenfeuer. Inshallah, meine Liebe. Paris, ein Sonntag im Sommer. An der Seite Danielle Mitterrands, der Frau des französischen Staatspräsidenten, geht Emmanuel durch den Garten ihrer alten Schule. Von hier ist sie in jungen Jahren aufgebrochen, um die Märtyrerkrone zu erringen. Nun kehrt sie im Kreis ihrer vielen Freunde an den Ort ihrer Jungmädchenträume zurück. Abbé Pierre, der Lumpensammler von Paris und Stifter der Emmaus-Bewegung, heftet der Müllschwester von Kairo den höchsten französischen Orden an den Kittel. Madeleine Saint-Quin,
Madeleine Sanquin, allen bekannt als Schwester Emmanuel, im Namen des Präsidenten der Republik und Kraft der Vollmacht, die er mir verliehen hat, schlage ich sie zum Ritter der Ehrenlegion. Schwester Emmanuel, alle Welt überschüttet sie mit Lob und Ehre. Sind solche Auszeichnungen überhaupt sinnvoll? Sie sind es. Nicht nur für die Arbeit in Kairo, sondern auch für unsere Projekte im Sudan und im Libanon. Eine Ordensverleihung macht die Medien neugierig. Und ich bin auf deren Interesse angewiesen. Ich brauche Geld. Wenn man jeden Tag 12.000 Kinder ernähren muss, die sonst verhungern würden, braucht man zahllose große und kleine Geldscheine. Dabei helfen mir die Massenmedien. Eh bien, il en faut des petits et des gros sous. Les Massenmedien m'aident. In Mokattam, wo 15.000 Menschen ohne Strom und Wasser auf einem nackten Felsen hausen, hat sie dank der Spenden 60 Häuser gebaut. In Meadi will sie sogar ein Musterdorf aus dem Boden stampfen. Dann will sie die Müllmenschen mit Hilfe der Weltbank motorisieren. Ihr Kopf steckt immer voller Pläne. Sie hat die Füße im Staub, den Kopf in den Sternen. Von oben wirken die Blechbuden der Lumpensammler wie angespülte Trümmer. Dazwischen ein schwarzer Fleck. Das ist die Kompostfabrik. Ich bin sehr stolz darauf. Ist es die Verwirklichung eines alten Traums? Auf jeden Fall. Ich bin seit 18 Jahren bei den Müllmännern und habe mir immer den Kopf darüber zerbrochen, wie man sich des Abfalls, den sie jeden Tag aus den schönen Appartements von Kairo heranschleppen, sinnvoll entledigen könnte. Ihn wegschaffen, indem man ihn in Kompost verwandelt, in Dünger für die Erde Ägyptens. Der Müll von Kairo kommt als Dünger auf die Felder Ägyptens. Aus dem Fluch ist ein Segen geworden.